Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe bei mir hier in der Wohnung aktuell in jedem Zimmer Thermostate von Tado installiert. Das sind also smarte Thermostate, die ich mit meinem Smartphone steuern kann oder Apple HomeKit oder Alexa oder Google Assistant und so weiter und so weiter. Also smarte Thermostate, die die Temperatur im Zimmer halten sollen, anpassen, wie man das möchte, erkennen, dass man fort ist und so weiter und so weiter. Die habe ich jetzt bei mir seit 2 Monaten im Einsatz und ich möchte jetzt mein Testfazit dazu gern geben. Was ich vielleicht vorneweg mal sagen kann, ist, wenn ich einen Partner habe, der noch nicht von Smart Home überzeugt ist und den ich gern davon überzeugen möchte, dann denke ich, ist eine smarte Heizungssteuerung wahrscheinlich der klügste Weg, um damit anzufangen, weil man das merkt, und auch im Geldbeutel spüren kann, zumindest nach einer Zeit. So viel vielleicht vorneweg. Fangen wir mal an mit der Installation. Beim Auspacken bekomme ich nämlich einen QR-Code zum Installieren der Tado-App. Die führt mich dann auch durch den Installationsvorgang. Im Starterpack liegen das Thermostat, die Bridge und ein Adapter zum Anbringen des Thermostats an verschiedenen Heizungen bei. Im Papierkram ist übrigens auch ein Heft, welches man benutzen kann, um all die HomeKit-Codes einzukleben, damit die einem nicht verloren gehen, wenn man das denn benutzen möchte. Die Bridge wird dann einfach an den Strom angeschlossen und dann per Ethernet mit dem Router und dann per App mit der Tado-App verbunden. Dann müssen wir das alte Thermostat abschrauben. Das funktioniert jetzt bei mir so, dass wir es erstmal voll aufdrehen und dann gegen den Uhrzeigersinn hier, also diesen Ring hier, drehen und dann können wir das einfach abziehen. Und jetzt sieht man hier diesen Stift, also wenn man den Stift reindrückt, dann schließt sich die Heizung und wenn der offen ist, dann, naja, will die halt heizen. Dann nehmen wir uns das entsprechende Adapterstück, das ist hier bei mir das hier. Seid da vorsichtig, das Ding, das ist, na, die Dinger sind ein bisschen zerbrechlich, also es ist ein bisschen so ein Billo-Plastik, wenn man das so sagen kann. Und ich meine, man muss sich jetzt nicht übertrieben beeilen, aber es wird halt irgendwann warm im Zimmer, weil die Heizung jetzt vollkommen aufgedreht ist. Das heißt, ich schiebe das hier drüber, dass dieser Plastikring, den man hier innen drin sieht, genau hier drauf sitzt. Das heißt, ein bisschen auseinanderziehen hier und jetzt ist das hier drauf. Und dann schraube ich das hier fest. So. Eventuell kann es da sein, dass man da ein anderes Adapterstück braucht, wenn die Heizung jetzt sehr, sehr alt ist. Aber das kann man nachgucken. Also online gibt es ein Dings, wo man gucken kann, wie dieses Stück hier heißt und ob das direkt unterstützt ist. Ich verlinke euch die Seite mal direkt unten. Ja, und dann nehme ich das hier. Da gibt es auch eine Seite, die nach oben zeigen soll. Und das schraube ich dann hier einfach vorsichtig drauf. So hier. Okay. So, das mache ich jetzt schön fest. Ich muss es wahrscheinlich noch ein bisschen festhalten. Und dann nehme ich hier das Thermostat. Das hat jetzt erkannt, dass es nicht mehr hier dran ist, weil es war vorher schon mal hier dran. Und das kalibriert sich dann selbst neu, wenn es dran ist. Das heißt, ich schiebe das hier dran, drücke das ein bisschen dran und drehe das jetzt im Uhrzeigersinn. Ich muss es hier natürlich entsprechend festhalten. Das ist manchmal ein bisschen Gefriemel. Weiß ich, das hier jetzt. So, okay, jetzt ist es drauf. So, dann kann ich das hier noch ein bisschen fest. Ja. Also ihr seht, manchmal ist es ein bisschen Gefriemel. Wenn das neu drauf ist, sollte es allerdings, bevor es sich kalibriert, komplett einfahren. Dann geht es ein bisschen einfacher. Das ist nur, weil ich das jetzt nochmal abgemacht habe für das Video. So, und jetzt ist es dran. Jetzt kann ich die Temperatur einstellen, wie ich möchte. Kannst du so ein bisschen drehen und stellst jetzt hier wieder bei mir auf zu Hause ein. Heizung ist wieder aus. Hier im Zimmer ist es warm und das Ding ist angebracht. Das macht man einfach für alle Heizungen, wo man das smarte Thermostat anbringen möchte. Vielleicht hat man auch noch ein Wandthermostat, was nochmal die Temperatur misst, womit man das Ganze dann noch genauer einstellen kann. Ist vor allem bei größeren Räumen interessant, wo halt die Heizung da ist und da drüben soll es aber noch genauso warm sein. Dann kann man sowas verwenden und kann man das auch nochmal extra einstellen. Ansonsten kann man das, und das ist auch der Vorteil von den Tado-Sachen, sehr, sehr frei einstellen. Also dort habe ich alle möglichen Assistants angebunden, Apple HomeKit kompatibel, und ich kann es natürlich auch einfach so verwenden. Also ich muss die App nicht benutzen, sondern ich kann auch einfach die Heizung auf 21 Grad einstellen, das steht dann auch drauf, und dann hält es die Temperatur. Okay, was kann ich jetzt nach 2 Monaten dazu sagen? Also, fangen wir mal mit dem Wichtigsten an, der Temperatur. Also das Schöne ist bei den Tado-Geräten, dass sie oben drauf ein kleines Display haben und ich kann sehen, auf welche Gradzahl die eingestellt sind. Und die halten dann auch die Temperatur im Zimmer ziemlich, ziemlich gut. Also natürlich schwankt das mal um so 1-2 Grad, also
Es geht, wenn der merkt, dass es kälter ist, fängt er an zu heizen. Und dann geht da natürlich was in die Heizung rein. Und dann wird das vielleicht, also manchmal so ein Grad wärmer, als ich es eingestellt habe. Und dann wartet er so lange wieder, bis es da drunter fällt. Und dann heizt er wieder auf. Das heißt, die Temperatur im Zimmer ist damit relativ konstant. Und das ist tatsächlich ein riesiger Komfortgewinn, weil ich weiß selber noch, wie oft wir vor allem bei uns in der alten Wohnung die Heizung aufgedreht haben. Dann war es irgendwann zu warm und wir haben wieder das Fenster aufgerissen. Damit natürlich die schöne Heizungsluft verschwendet, wieder zugemacht, wieder Heizung auf, weil das Problem ist, also klar, die normalen Thermostate, also das hier ist jetzt mal eins, was wir hier bei uns haben, die halten ja auch ihre Temperatur. Also es funktioniert so, dass unsere Heizung hat so einen Stift, der da reingedrückt wird, und wenn der reingedrückt wird, dann ist die Heizung zu, und aber der kommt durch eine Feder immer wieder von alleine raus. Ja, und je nachdem, wenn ich das hier aufdrehe, dann sieht man, das bewegt sich hier so ein Stück weg, dann kommt natürlich der Stift raus, die Heizung geht also auf, und hier drin ist ein kleines Plättchen, und das dehnt sich bei Hitze aus, und je mehr sich ausdehnt, desto schneller drückt es das wieder zu. Und je nachdem, wie weit das halt weg ist, drückt es das eher oder später zu. Das bedeutet, ich kann mit diesen, ich sag mal, dummen Thermostaten auch eine konstante Temperatur einstellen. Das geht, ist, also, naja, ich kenne niemanden, der das wirklich regelmäßig oder so gut hinbekommt, dass man genau die Temperatur, die man haben will, sondern entweder ist es zu kalt oder zu warm, und dann mache ich halt dieses Heizung aus, Fenster auf, Fenster zu, Heizung auf, Spiel die ganze Zeit. Und der größte Komfortgewinn von dem Tado-System ist einfach, dass ich das nicht mehr tun muss. Das heißt, also ich habe da nicht mehr Fenster auf, Fenster zu, dieses ganze Spiel, sondern die Temperatur wird halt relativ konstant gehalten. Und meines Empfindens nach ist das halt ein riesiger Komfortgewinn, weil einfach bei uns in der Wohnung jetzt immer eine angenehme Temperatur ist. Und das hat natürlich auch noch den Vorteil, dass ich dadurch tatsächlich Energie spare. Also dadurch, dass ich halt nicht so viel der Wärme wieder durchs Fenster entrinnen lasse und damit mein Geld quasi literally zum Fenster rausbewege, verhindere ich das halt. Und was auch noch ganz cool ist, ich kann diese Temperatur modular einstellen. Also in der App kann ich zum Beispiel festlegen, okay, bei uns sieht das jetzt so aus, 23 Uhr sinkt unsere Temperatur in allen Zimmern auf 18 Grad ab, um dann morgens um 8 bzw. um 9 in verschiedenen Zimmern unterschiedlich wieder auf meinetwegen 20 Grad oder 21 Grad anzusteigen. Also im Kinderzimmer zum Beispiel 21 Grad, im Wohnzimmer 21 Grad oder manchmal sogar 22. Hier bei mir im Studio sind es meistens 21 Grad, auf die es hochgeht, während es im Schlafzimmer aber bei 18 Grad bleibt und in der Nacht auf 17 absinkt. So kann man das halt einstellen. Die App erkennt auch, wenn man nicht zu Hause ist, also wenn alle Leute, die damit verbunden sind, gerade nicht im WLAN sind und nicht hier sind oder per GPS tatsächlich nicht zu Hause sind, und stellt dann auch die Heizung auf eine Temperatur ab, die man einstellen kann. Also das kann ich tatsächlich einstellen, wie ich möchte, in der App. Ich kann das natürlich manuell überschreiben, indem ich das direkt am Thermostat einstelle, aber in der App kann ich es festlegen. Und was auch cool ist, manchmal ist es ja so, dass ich sage, ich habe jetzt hier meinen smarten Plan und den will ich eigentlich nicht ändern, aber ich würde gerade gerne, dass es ein bisschen wärmer ist. Dafür gibt es in der Tado-App eine sehr, sehr kluge Funktion. Und zwar kann ich die Temperatur zum Beispiel um 1 oder 2 Grad anheben, das kann ich einstellen, für nur eine bestimmte Zeit oder bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Zum Beispiel weiß ich, okay, meine Schwester kommt und die ist ein bisschen eine Frostbeule und da soll es 1-2 Grad wärmer sein, dann stelle ich das also ein für die nächsten 2 Stunden, und dann wird er für die nächsten 2 Stunden die Temperatur wärmer halten und danach wieder auf unsere Sache zurückgehen. Auch so ein bisschen eine Kritik an der Stelle, wenn ich halt Apple HomeKit verwende, um die Temperatur zu ändern, dann wird das unendlich lang geändert und ich muss wieder in die App gehen und das umstellen, auch wenn ich das direkt an dem Thermostat umstelle. Das hat übrigens auch ein paar Anzeigen, also so ein Finger ist, da habe ich es halt selbst eingestellt. Wenn ich dann wieder zu dem Haus komme, dann sagt es mir, okay, das ist das, was jetzt auch in der App eingestellt ist, und ich kehre damit wieder zurück zu der normalen Einstellungen und gehe dann auch wieder mit den Zeiten mit. Dann eines der wichtigsten Features ist natürlich die Fensteroffenerkennung. Und die funktioniert relativ gut, nicht super gut. Es hängt davon ab, wo der Heizkörper bei mir in der Wohnung ist. Na klar, gibt es auch für Fußbodenheizung, also Tado kann ich auch für Fußbodenheizung holen, konnte ich jetzt hier bei mir allerdings nicht testen, sondern ich habe das halt an normalen Wandheizkörpern getestet, die bei uns unterm Fenster hängen. Und ich sag mal so, es gibt eine kostenlose und eine Bezahlversion. Die Bezahlversion kostet 4 Euro im Monat, glaube ich, oder 3 Euro. Muss man natürlich entscheiden, ob das was wert ist. Was im Endeffekt damit geregelt wird, ist zum einen,
die Fenstererkennung, also auch in der kostenlosen Version habe ich eine Fensteroffenerkennung. Da gibt mir die App dann eine Push-Benachrichtigung und sagt, hey, dein Fenster ist offen, vielleicht machst du mal die Heizung aus. Und dann kann ich das manuell machen. Wenn ich dafür bezahle, dann macht das Ding die Heizung automatisch aus. Und das sieht man dann auch auf dem Display angezeigt, dass das Fenster offen ist. Ich habe beides getestet. Ich muss sagen, die Fensteroffenerkennung ist in der Bezahlversion nochmal besser als in der kostenlosen Version, allerdings auch nicht perfekt. Bei uns im Bad zum Beispiel ist der Heizkörper nicht direkt am Fenster, sondern ein bisschen weiter im Zimmer drin. Und der erkennt das nicht immer, wenn das Fenster offen ist. Dazu kommt auch noch, wenn die Fensteroffenerkennung anspringt, dass dann auch wieder so ein Timer anspringt und mir sagt, okay, in 15 Minuten wird hier wieder geheizt. Das heißt, ich muss natürlich dann auch gucken, dass ich das Fenster wieder innerhalb dieser 15 Minuten schließe. Wenn das nicht passiert, fängt der Heizkörper auch wieder an zu heizen. Und das ist natürlich auch nicht ideal für mein Konto, wenn ich dann wieder bezahle und bezahle. Also, weil ich so viel heize. Außerdem gibt es für die Bezahlfunktion auch noch, dass die Heizung automatisch ausgeht, wenn ich das zu Hause verlasse. Auch da bekomme ich sonst wieder eine Benachrichtigung, muss das manuell machen. Ob das einem das Geld wert ist, darf man natürlich auch selbst entscheiden. Man kann manche Funktionen davon, also wie zum Beispiel diese Ich gehe jetzt weg Erkennung, auch zum Beispiel mit Apple HomeKit automatisieren, wenn man das möchte. Allerdings die Fensteroffenerkennung, Ausgeherkennung. Das kann man theoretisch auch automatisieren, wenn ich einen Fenstersensor habe, aber ich denke, auf die Dauer ist es dann wahrscheinlich günstiger, dort doch dieses Abo abzuschließen. Vor allem, da es einem halt auch wirklich Geld spart aufs Jahr gesehen. Im Endeffekt war der Komfort also doch nochmal ein ganzes Stück höher, als ich es erst erwartet hatte und sehr positiv. Und es hat dazu geführt, dass meine Frau und ich beschlossen haben, dass wir, egal wo wir jetzt wohnen werden, immer smarte Heizungsthermostate haben werden, weil einfach die Temperatur so gut gehalten wird, was vor allem mit Kindern auch sehr, sehr schön ist. Ich kann einfach mal ein Fenster aufmachen, muss mir keine Gedanken darum machen, dass die Heizung die ganze Zeit weiterheizt, zumindest in, sagen wir mal, 90% der Fälle. Und das ist für uns ein riesiger Komfortgewinn. Und damit einhergeht ja auch, dass man dadurch Geld spart, was man dann über die Nebenkostenabrechnung von der Miete auch wieder bekommt. Und ich sag mal, über, je nachdem wie groß halt die eigene Wohnung ist und wie viele dieser Thermostate man hat und auch wie warm es bei einem im Zimmer ist, wie man es einstellt, kann es halt sein, dass sich das System nach einer Zeit auch wieder selbst rentiert. Das wird noch nicht nach einem Jahr sein, aber ich sag mal so nach 3, 4, 5 Jahren kommt man dann so in die Richtung, wo man dann so ein Plus minus Null hat. Und dazu der Komfortgewinn, den man hat, dadurch, dass es halt immer angenehm ist. Ich denke, es ist eine Investition, über die man auf jeden Fall nachdenken kann. Okay, es gibt aber natürlich noch mehr, denn ganz zentral ist natürlich auch die Tado-App. Und die kann nicht nur die Temperaturen der einzelnen Räume einzeln einstellen, also ich kann das nicht nur für die ganze Wohnung machen, sondern auch für einzelne Räume unterschiedlich. Wie schon gesagt, bei uns im Schlafzimmer ist es kühler, bei uns im Wohnzimmer ist es wärmer, in der Küche ist es irgendwo so in der Mitte. Sondern die hat auch noch andere Funktionen, wie zum Beispiel, sie hat erstens eine Luftqualitäterkennung. Die sagt mir also, wie feucht es bei uns in den Zimmern ist, ob es vielleicht zu feucht ist, kalt, warm, wie es ist und warnt einen auch, hey, bei euch ist jetzt so feucht, zum Beispiel im Schlafzimmer, wenn man morgens wach wird und dort haben halt die ganze Nacht Menschen geatmet, man hat das Fenster nicht offen, weil es jetzt zu kalt ist oder man mit Kind vielleicht das Fenster nicht unbedingt offen haben möchte, dass er dann mal sagt, okay, du solltest jetzt mal das Fenster aufmachen, weil es ist sehr feucht und damit besteht Gefahr der Schimmelbildung. Und das ist halt auch cool. Ich meine, die App sagt uns eigentlich immer, dass bei uns zu hohe Luftfeuchtigkeit ist, weil hier in Leipzig einfach aus irgendeinem Grund einfach immer sehr feuchte Luft ist und wir die Feuchtigkeit gefühlt gar nicht aus der Wohnung rausbekommen. Und die sagen es halt immer, es ist schon ganz schön feucht bei euch, noch nicht grenzwertig, aber es kann schon sein. Aber es ist cool, dass es diese Warnung gibt, dass einem das da angezeigt wird, dass man weiß, okay, ich muss das Fenster aufmachen. Vor allem, wenn man es halt an bestimmten Orten manchmal vergisst. Vielleicht sind auch nur wir so, aber ich finde es praktisch, das zu haben. Ansonsten bekommen wir auch eine smarte Heizungseinstellung basierend auf den Sonnenstunden, die wir haben. Also die Heizung oder die Tado-App weiß, dass es zum Beispiel an einem Tag sehr sonnig wird und dann heizt die ein bisschen weniger, weil sie davon ausgeht, dass die Sonne dann den Raum noch ein bisschen mit aufheizen. Das spart natürlich auch nochmal Energiekosten. Und wir haben auch eine Pollenvorhersage. Also wenn ich Allergiker bin und dann kann ich in die App gucken, mir wird gesagt, okay, diese Sachen sind da bestimmt hoch und dann kann ich halt gucken, dass ich vielleicht nach dem Regen oder sowas nur lüfte, weil ich halt weiß, die Sachen sind jetzt gerade in der Luft und ich bin dagegen allergisch. Schön ist auch, dass ich die Heizung von ferne einstellen kann. Also mir passiert es jetzt nicht mehr, dass ich in Urlaub fahre und die Heizung aufgedreht war, sondern erstens wird es entweder automatisch gemacht oder ich kann es aus dem Urlaub aus auch direkt einstellen. Auch zusammen mit anderen Smart Home Sachen, wie zum Beispiel einem Smart Lock, kann ich halt sagen, okay, pass auf, ein Kumpel kommt zu mir, der übernachtet bei mir, während wir im Urlaub sind und ich kann das Zimmer, wo er ist und das Bad vielleicht schon vorheizen, sodass er dann nicht friert, wenn er kommt, sondern die Wohnung schon vorgeheizt ist, aber
halt der Rest der Wohnung kalt ist, sodass, naja, ich jetzt nicht mehr heize als unbedingt notwendig, aber auch nicht die Wohnung die ganze Zeit warm ist. Und dann gibt es ja noch den Temperatursensor, den ich ja auch schon vorhin erwähnt habe, der also für Räume ist, die ein bisschen größer sind, wie zum Beispiel unser Wohnzimmer, das hat glaube ich knapp 25 Quadratmeter. Und da, ne, vor allem wenn es ein bisschen länger ist und die Heizung ist auf der einen Seite, kann man den vielleicht auf der anderen Seite festmachen. Und dann wird die Erkennung im Raum noch ein bisschen besser gemacht. Dann kann man das auch in der Tado-App einstellen. Nicht mehr nur in vollen Gradschritten, sondern in 0,1 Gradschritten. Meines Empfindens nach ist das Ding vielleicht nicht unbedingt notwendig. Ich habe das Gefühl, bei uns im Wohnzimmer ist es dadurch immer ein kleines bisschen wärmer als in den anderen Zimmern. Es ist allerdings auch angenehmer und man hat halt nochmal einen Ort, wo man auch die Temperatur einstellen kann. Also wenn ich nicht zur Heizung gehen will oder gerade mein Handy nicht dabei habe oder so, dann kann ich das dort machen. Ich denke, es ist ein Ding der Bequemlichkeit. Genauso wie die Abo-Sachen, ne? Es wird ja niemand gezwungen, das zu nutzen. Aber ist natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, wie Tado noch ein bisschen Geld verdienen kann. Ich denke, es ist halt ein Ding der Bequemlichkeiten. Ist es mir 3 Euro im Monat wert, dass es automatisch ausgeht? Vielleicht habe ich Kinder und die lassen vielleicht irgendwo das Fenster offen und gehen dann raus oder sowas und da kann das schon hilfreich sein. Muss halt jeder selber entscheiden. Ich denke, es ist nicht unbedingt notwendig, aber es ist halt auf jeden Fall ein Bequemlichkeitsgewinn. Fazitmäßig kann ich vielleicht sagen, es ist ein riesiger Komfortgewinn für die eigene Wohnung. Ich kann dadurch Geld sparen und es ist auch was, wenn ich jemanden vom Smart Home überzeugen möchte, was ich als erstes anstreben würde, weil man es halt merkt in der Bequemlichkeit, aber auch beim Geld. Ich meine, das kommt zu einem Preis, ne? Diese Thermostate hier von Tado, da kostet 130 Euro. Kurzer Zwischenruf vom Editing, also dem Valentin, der dieses Video bearbeitet. Ich habe gesehen, dass ich einen Fehler im Skript gemacht habe. Was ich hier rede, stimmt nicht ganz. Also, die Preise sehen folgendermaßen aus. Ich versuche die hier auch mal nebenbei einzublenden. Also, das Starter-Kit, also mit der Bridge und einem Thermostat, kostet eigentlich UVP 130 Euro, kriegt man aber jetzt für unter 100 Euro. Dann jedes weitere Thermostat kriegt man für 65 Euro und nicht 130, was ich hier gesagt habe. Also deutlich günstiger. Aber ich kann auch nochmal günstiger kommen, wenn ich mehrere auf einmal kaufe. Also zum Beispiel für unsere Wohnung hier ein Viererpack bekomme ich für 200 Euro. Das heißt, da bezahle ich nur noch 50 Euro für einen Thermostat. Meines Empfindens nach ist das tatsächlich ein ziemlich guter und auch fairer Preis, weil das bekommt man auch relativ schnell durch die Nebenkostenabrechnung wieder raus. Ich brauche halt einmal dieses Starter-Kit mit der Bridge und mit einem Thermostat und dann komme ich da schon ziemlich weit. Ich muss ja auch nicht direkt alle Zimmer damit anfangen, wenn ich das nicht möchte. Aber wie ich schon gesagt habe, meine Frau und ich, wir haben uns gesagt, das ist was, auf das wir nicht mehr verzichten wollen. Das ist wirklich ein Lebenskomfortgewinn und der ist uns das Geld wert. Vor allem damals auch mit dem Sparen. Und ich meine, wenn man mal in seine eigene Nebenkostenabrechnung guckt, das sind halt, je nachdem wie groß die eigene Wohnung ist, vielleicht zwischen 100 und 200 Euro im Monat, die man da an Warmmiete bezahlt. Klar, da ist auch noch Wasser mit drin, aber Heizen ist eine der größten CO2-Verursacher der Welt. Einer der größten Kostenfaktoren der Welt. Deswegen ist es schon eine Überlegung, darüber nachzudenken, ob man da vielleicht ein bisschen was einsparen kann und dafür was in die Hand nimmt. Ist natürlich jedem frei überlassen, aber wir für uns haben gesagt, für uns ist es was, was wirklich Freude macht, was uns Geld spart und was wir deswegen auch haben wollen. Und deswegen, auch wenn wir wieder umziehen, werden wir entsprechend Thermostate nachkaufen bzw. nachrüsten und das ist was, was wir nicht mehr missen wollen. Was denkt ihr von smarten Heizungsthermostaten und habt ihr vielleicht coole Automationen, die ihr damit verwendet? Dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.